hier kurz meinen Wasserkanister auffüllen. Okay, ich muss einfach Wasser reinmachen. Ach, mein Narr. Das ist nicht meine Matratze, das ist Matratze vom Nachbarn. Er bunkert die nur hier, weil er lebt 2 Quadratmeter. Warte mal, das sind 1,5 Liter und das sind 2,2 Liter. Da passt einfach immer noch was rein. Also, was soll man dazu sagen? Fühlt euch alle gegrüßt erstmal. Ich weiß nicht, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Es sind auch wieder ein paar Tage geworden. Wir waren ja jetzt vor kurzem in Dubai. An der Stelle die Videos aus Dubai. Seht ihr natürlich auch auf dem besten Kanal der Welt. Spontan Son. Deswegen checkt die Videos da auf jeden Fall ab, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und wir schauen uns heute neues Video an von Pumping to the Monkey auf seiner Art. Ich weiß echt nicht, wie lange wir kein Tinder mehr geguckt haben. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Titel vom Video: Es wird wieder unangenehm. Warte mal, eigentlich müssen wir das Thumbnail ja ein bisschen analysieren. Was sehen wir dann auf dem Thumbnail? Wir sehen auf jeden Fall 3 Mädchen. Pumping sehen wir, du Thunfischdose, okay. Und wir sehen oben rechts Arfa. Jetzt bin ich gespannt. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder im A5. Ne? Bruder, ich glaube, ich brauche Licht. Auf Ernst. Deswegen hasse ich es hier zu drehen, weil die Kulisse einfach scheiße aussieht. Warte mal, das ist das falsche Licht. Frag dich, warum ich ein Blaulicht habe. Jetzt müsste die Belichtung eigentlich besser sein. Ich schwöre, ich bin so ein Survival-Mode. Survival, wie sagt man? Ich bin so ein Überlebenskämpfer. Licht ist da, Kamera ist da. Und jetzt schauen wir uns das Video an. Mädels, hier zu feiern macht ja sehr Spaß, ne? Okay, also ihr wisst Bescheid, da wir schon mal hier sind, habe ich gedacht, nehmen wir einen Tinder Part 2 mit. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Wir checken einmal unsere Ladies ab. Applaus bitte. Guckt sie euch mal an. Boah, da ist ja eine hübscher wie die andere. Boah, entweder macht mein Auge gerade nicht mit oder die FPS von der Kamera sind schlecht. Ich schwöre auf alles. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich irgendwie Probleme mit den Augen kriege. Auf Ernst, ich sehe voll verschwommen. Kennst du das Ausreden, damit ich nicht bewerten muss, wie ich die Mädchen finde? Ich sehe gar nichts gerade. Auf Ernst, ich weiß gar nicht, wer das, sind das die Mädchen? Oh ja, hübsch. Das ist auch das Beste, ne? Die soll sich eigentlich vorstellen, indem sie in die Kamera gucken. Das macht so. Nee, heute nicht. Auf Ernst nicht. Nee, heute nicht. Und dann noch dieses, am Ende dieses... Ja, okay, komm, ich zeig dir kurz. Ach, ihr seid doch echt die Besten, ey. Sind am Start. Und jetzt die Jungs, Applaus. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ne? Mir wäre es auch als Mädchen derbe unangenehm, wenn der Kameramann auf einmal kommt und auf einmal so filmt. Man sieht doch jeden einzelnen Pickel. Und da bringt Make-up natürlich auch nichts. Boah. Boah, weil ihr nur in die Hand lässt, Digga. Mein Gott. Kameramann wusste nicht, dass der ein bisschen größer ist. Was ihr wisst, was zu tun ist. Tinder auf meine Art, Ladies first. Auf wessen Art denn sonst? Hi. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Anna, komm aus Darmstadt. Du kommst aus Darmstadt? Ja. Gehst du gerne feiern, Anna? Natürlich. Okay, Anna. Deine Aufgabe ist heute, diesen Typ... Jetzt die Frage, ist die schon so ein bisschen angeklingelt oder ist der Tank noch leer? Mal von oben bis unten ab. Weil ich habe das Gefühl, die chillt so. Ja, ich bin Anna aus Darmstadt und ja, also feiern gehe ich auch gerne, ja, aber halt ohne Alkohol, ne? Welcher, der oder der? Den da. I've been really trying, baby. Das könnt ihr an der Stelle auch bei diesem Video machen. Hinterlasst einen Daumen. Anna, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Grundsätzlich will ich hier keinen daten, weil ich einen Freund habe. Ah, okay. Verstehe. Verständlich. Das Ding ist, das ist auch wieder so ein Punkt, da kann man wieder drüber diskutieren. Wenn du in einer Beziehung bist, sollte die Person dann feiern gehen? Ja oder nein? Ich weiß, jeder hat seine eigene Meinung. Die einen werden sagen, ey, es ist doch vollkommen normal, weil am Ende des Tages vertraue ich meinem Freund oder meiner Freundin. Da passiert doch nichts. Dann gibt es aber die andere Partei, wo ich mich auch zuschließe, wo ich sage, ey, eine Frau oder ein Mann, der vergeben ist, hat meiner Meinung nach nichts in der Disco zu suchen, weil klar kannst du ihm vertrauen, aber es können immer noch Sachen passieren. Du kannst deiner Frau oder deinem Mann vertrauen, aber ich vertraue nicht den Männern dort oder den Frauen dort. Checkst du, wie ich meine? Das ist immer so eine Sache. Deswegen, ich denke mir dann immer, okay, stell dir mal vor, ihr trinkt noch Alkohol und wenn man Alkohol trinkt, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, man ist nicht Herr der Sinne so. Da können Sachen einfacher passieren, als man denkt und deswegen würde ich immer sagen, wenn man in einer Beziehung ist, gehört sich das Feiern nicht so. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung und ich denke, viele kommen damit klar. Ich würde tatsächlich damit nicht klarkommen. Was ich halt auch oft gehört habe, ist, dass viele zum Beispiel in der Beziehung mit ihrem Partner dann zusammen feiern gehen. Das feiere ich zum Beispiel. Also das würde ich an sich nicht schlecht finden. Ich grundsätzlich gehe zwar nicht feiern, aber würde ich feiern gehen, dann würde ich eher mit der Partnerin gehen. So ein bisschen auf Welle machen. Aber vom Typ oberflächlich her, gesehen. Ja, vom Typ her gefällt er mir schon, würde ich sagen. Aber das
gewisse Etwas fehlt. Die Sympathie fehlt auf jeden Fall. Ich glaube, die Sympathie wäre erfüllt, hätte sie keinen Freund dann. Sie strahlt ja für mich nicht aus. Also die Ausstrahlung ist nicht da, sagst du? Genau. Okay, sehr korrekt gemacht. Wir haben dein Einverständnis für das Video? Natürlich. Okay, auch von den Eltern? Wenn ich 100... Jetzt die Frage, wie alt ist sie, wenn er sagt, die Eltern? Weil ich dachte jetzt, die ist vielleicht 18 oder so. Aber wenn er sagt, auch die Einverständnis der Eltern, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall minderjährig ist. Und dann stelle ich mir noch eine Frage, in welchem Club ist sie unterwegs, dass da Minderjährige reinkommen? Bruder, die Welt, die wird ja immer verrückter, Alter. Aber da gibt es auch wieder so Sachen, die man erzählen könnte. Bruder, diese Club-Dinger sind auch schon echt Katastrophe. Die Besitzer, egal. Das ist wieder auch ein Dings, fast für sich. Gut aussehen auf jeden Fall. Du siehst 100% gut aus. Okay, wir hören uns die Meinung von drüben an. Genau, gern schön. So, stell dich mal vor. Hi, ich bin der Nino. Und das ist mein erstes Bier. Ich bin 24 Jahre alt. Okay, Rino, check mal Anna von oben bis unten ab. Check sie ab. I've been really trying, baby. Also ich sag euch ehrlich, ich würde meine Frau nicht bei so einem Format oder meine Partnerin bei so einem Format nicht mitmachen lassen, weil ich mir denke, ey, wir wissen alle, Tinder ist ein sehr oberflächliches Format. Das heißt, es geht da nicht darum, Digga, dass man den Charakter der Person in den Vordergrund stellt, sondern eher das Aussehen. Das ist halt einfach so dieses Präsentieren. Weißt du, ich meine, das könnte ich mir theoretisch nicht vorstellen. 2 Wochen später, du guckst, ich bin in dem Kleid mit High Heels, ich chill so vor Kamera. Rino! Warum sind die abgehauen? Egal, lass... Wir haben gerade 2 Mädels, die abgehauen sind. Rino, würdest du Anna daten? Ja, nein, begründe es. Ja, nein, weil ich liebe meine Frau. Sorry, ich wurde hier einfach hergeholt für... Ja, er wurde einfach in diesen Club geführt. Keine Ahnung, er wollte eigentlich in Dings gehen. Er wollte eigentlich in Moschee gehen. Aber irgendwie auf Navi stand dann Club direkt at the corner. Und dann ist er irgendwie in diesem Club gelandet. Und irgendwie aus dem Nichts hat er auch irgendwie ein Getränk in der Hand, was wahrscheinlich kein Apfelsaft ist. Und irgendwie hat er dann bei dem Format auch mitgemacht. Und irgendwie landet er später noch irgendwie auf der Toilette. Keine Ahnung, Digga. Also passieren halt so viele Sachen irgendwie. Shooting oder... Hat dich denn hergeholt? Irgend so ein Vibe, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oder nee, egal, sag weiter. Ja. Anna! Heißt sie Anna? Ja, Anna, tut mir leid. Wie gesagt, ich liebe meine Frau über alles. Deswegen. Auch alles gut. Alles gut, ich liebe meinen Freund auch. Ey, bei Gott, beide sind irgendwie ganz, ganz eigenartige Menschen, ne? Also beide, haben Partner, beide lieben ihren Partner über alles, aber beide sind irgendwie angetrunken im Club. Keine Ahnung, was da noch passieren wird, ey. Ja, Wertung. Okay. Weißt du was? Wir haben 2 Mädels, die einfach abgehauen sind. Wir gehen direkt hier hin. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Mina, 24. Mina, AK, ich werde auch genannt das Seitenprofil, weil ich mich immer von der Seite zeige. Und aus Darmstadt. Mina, was bist du für eine Landsfrau? Tunesierin. Bruder, was hat die eigentlich für ein Magnetfeld hier? Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Ich wollte es mir nur nicht anmerken lassen. Was zum Teufel, Lina, hast du dir da reinstechen lassen? Mina, was bist du für eine Landsfrau? Tunesierin. Mina. Ja? Weißt du, was deine Aufgabe heute ist? Abchecken. Boah, Mina weiß Bescheid. Checken, ja, von Augenzimmer. Wer ist das? Meine Fans. Nicht dein Lover? Meine Fans. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Ich muss sagen, die würden auf jeden Fall ein bisschen besser zusammenpassen, weil beide haben sich so ein bisschen schick gemacht, weißt du? Beide, also man muss sagen, sieht gut aus mit der Brille. Bart kann ich jetzt nicht viel sagen, würde ich an der Stelle auch nicht von mir aus sagen, weil, Bruder, ich kann nicht aus dem Glashaus mit Stein werfen. Guck mal bitte, was ich hier für Bart habe. Ich brauche bei sowas gar nicht mitreden. Aber wie gesagt, er sieht auf jeden Fall gut gekleidet aus und das Mädchen sieht auch aus, als hätte sie sich gut schick gemacht. So. Das heißt, es wird auf jeden Fall von der Optik ganz gut zusammenpassen. So, würdest du ihn daten, Mina? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil er ein Clubgänger ist. Er ist ein Clubgänger? Ja. Und ich stehe nicht so auf Clubgänger. Auch wenn ich jetzt im Club bin, aber heute ist eine Ausnahme. Heute ist eine Ausnahme. Das sagt man bei den 100 anderen Fällen auch. Weil er heute ist eine Ausnahme. Morgen gehe ich nicht. Morgen sagt sie, heute ist eine Ausnahme. Übermorgen gehe ich auch nicht. Was gefällt dir noch nicht, also nicht so an ihm? Was gefällt dir nicht so an ihm? Ich kann kein Deutsch mehr. Hat so ein bisschen Harry Potter Vibes. Okay. Also erst, was sind deine Typen? So Vollbart, Haare oder beziehungsweise... Okay, like, Pumping hat sich für einen kurzen Moment angesprochen gefühlt, aber als sie meinte Haare, hat er gesagt, sie meint nicht mich. Auf null, schöne Haare, gepflegt. Er
ist ja auch gepflegt, aber ich stehe eher so ein bisschen mehr auf K***, so, weißt du? Okay, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. So, stell dich mal vor. Bruder, mein Name ist Jeff. Jeff. Jeff? Komm aus Heppenheim. Ey, Jeff hat gar nicht zugepasst. Ich dachte, da kommt jetzt Orhan oder Oktay oder keine Ahnung was. Aber Bruder, wer ist Jeff? Kennt ihr die Werbung? Scheiße, Jeff. Okay, Jeff, check mal Mina von oben bis unten ab. Handy weg. Handy weg. Jeff, würdest du Mina daten? Ja, nein, begründe. Ganz ehrlich, ja. Ich würde sie daten, aber auch irgendwie auch nicht. Warum nicht? Weil sie diese Tattoos hat. Sie ist nicht halal. Sie ist nicht halal. Gleich, du fragst sie, Bruder, zieh mal Jacke aus. Nein, Bruder, mir ist kalt. Ich kann nicht Jacke ausziehen. Er zieht auf einmal irgendwie Jacke aus, du guckst einfach so. Aber Hauptsache, was man so mit bloßem Auge nicht sieht, ist nicht da. Aber halt unter der Jacke ist vieles versteckt. Ich bin nicht halal? Und deine Haare sind fettig einfach. Was? Ich hab heute geduscht. Was? Was? Ich hab heute geduscht. Das Einzige, was an dir glänzt, sind nur deine Haare. Okay, weißt du, was an dir glänzt? Gar nichts. Was sagt ihr über meine Freundin, Digga? Schimmer. Sorry, aber dazu hab ich nichts zu sagen. Ich hab auch nichts mehr zu sagen. Ich würde einmal aus wie Harry Potter auf Wish bestellt und dreimal runtergeschmissen. Ey, Mia, dein Piercing rettet nicht deine gelben Zähne. Mir geht das gerade nicht in den Kopf, Digga, dass sie im Club einfach drehen, ne? Junge, die drehen einfach im Club. Das geht nicht in meinen Kopf. Sie muss nicht mein Leben retten, aber zu dir habe ich gar nichts zu sagen. So, mir fallen keine Worte ein. Ich kann dich nicht mal beleidigen, weil du tust mir leid. Warum tue ich dir leid? Warte. Hi. Okay. Was sagst du? Was soll ich dir sagen? Du tust hier am Ende selbst leid. Boah, das ist das Ding, das würde mich übertrieben abfucken. Chef, ich drehe einfach im Club, ne? Das wird nicht passieren so, aber Chef, ich drehe einfach im Club. Und ich wüsste ganz genau, von links, von rechts, jede zwei Minuten wird mich irgendjemand ansprechen, so YouTube-Video, so, weiß ich meine, das würde mich voll triggern. Harry Potter! Komm bitte, die Linke, die checkt gar nicht, das Video ist gerade. Mädel, hier ist Kamera. Du bist Harry Potter. Harry Potter. Joker, willst du einen Joker? Ich will einen Joker, ey, ich rufe einen Joker. Also, er hat... Als mir jemand erzählt hat, dass es ein Tool gibt, das... Ach komm, ich schwör, ich kann ja auch nicht beleidigen, weil ich sehe auch fast schon aus. Ruf mein Joker! Wisst ihr, was mich so ein bisschen Dings macht? Aber Alpha, wenn ich so drüber nachdenke, was ich an Club übertrieben abtörend finde. Digga, im Club sind einfach so... Ich rede jetzt aus der Mädchen und Jungs, ne? Also beides. Ne, fühlt euch beide angesprochen. Aber zum Beispiel jetzt hier auch gerade eben habe ich gesehen, so ein Mädchen, Digga, was einfach so viel Alkohol getrunken hat. Die hat einfach keinen Plan mehr, was links und rechts ist. Und die weiß am Ende des Tages, wenn sie morgen früh aufwacht, auch nicht, was passiert ist. Checkt ihr, ich meine, das finde ich so gruselig. Dann denke ich noch einen Schritt weiter. Ich denke mir so, ey, die Eltern denken so, okay, die ist vielleicht bei ihrer Freundin, schlief bei ihrer Freundin, die machen sich Mädels an, keine Ahnung was. Aber wenn die Eltern wirklich wüssten, was die da macht oder was die da getrieben hat, Digga, dann würden die einen Schock bekommen. Er hat jetzt einen Joker. Das Einzige, was an dir glänzt, sind deine fettigen Haare. So. Du hast ja gesagt, Harry Potter Vibes, alles schön und gut. Wenn du möchtest, kann er dich ja verzaubern mit seinem Zauberstab. Bevor du redest. Das Ding ist, er kommt immer mit so einer, wie soll man sagen, er kommt immer mit so einer Selbstsicherheit, dass er denkt, okay, das ist witzig, aber Bruder, ich fand das nur witzig. Lern erstmal sprechen, ich verstehe dich nicht. Deine Sprache ist undeutlich, okay? Rede Deutsch, dann verstehe ich dich vielleicht. Ich weiß gar nicht, was du sagst. Okay? Mach's nochmal. Guck mal, hast du... Sponsorenvertrag bekommen von Red Bull oder was ist das andere? Hä? Fass ihre Lippen nicht nie wieder vor. Eine Sache. Guck mal, er sagt schon, fass mich nicht an, bitte fass mich nicht an. Wir können ganz normal miteinander Hirn, aber anpassen. Piercing angepasst, aber nicht Stich. Oh, schon ekelhaft, Digga. Stell dir mal vor, einfach jemand fest mit seinen Fingern, du weißt nicht, wo die alle waren. Stell dir vor, er fest, einfach so, er macht so. Stell dir das auch mal so ein Dings. So ein Krümel, so ein Kackkrümel noch drin. Ich hab deine Rolle nicht. Was hab ich meine Rolle? Ich hab dein Piercing angepasst, ein Stich. Ah, der Harry Potter und kennst mich gar nicht. Hey Bruder. Und du sagst zu mir, ich hab fettige Haare. Guck mal seine Haare an. Ich glaube, für Pumping ist auch gerade der Moment so richtig unangenehm. Er weiß selber nicht mehr, wo links und rechts ist. Ich schwöre. Das ist einfach gerade so, hä? Er hat Fritteusenkopf. Ja. Lejanko-Fan. Miau. Du weißt, bock mich nicht, was zu sagen. Wie Hunde lass ich die bellen. Guck mal, natürlich alles nur zur Unterhaltung, das ist Humor. Ich lass dich wie ein Hund bellen. Du lässt dich wie ein Hund bellen? Alter, du rennst doch durch die Gegend alle 5 Minuten mit Miau, Miau, Miau. Bist du Gary oder was? Ja, ey, ganz kurz, scheiß mal da drauf, was er gerade hier sagt. Ich schwöre bei allem, ne? Bis hierhin Mund.
Bruder, die rennt durch die Gegend. Mäh, Kaugummi, Fatih. Was hast du gesagt? Hast du Kaugummi? Nein, warum? Er schlägt aus dem Mund. Ja, wie eine Katze aus dem Arsch stinkst du aus dem Mund. Sag mal leise, mach erstmal deine. Mach du erstmal. Mach du erstmal deine Thunfischdose erstmal. Was redest du? Was ist Thunfischdose? Nicht anpassen. Nimmst du den Schutz, sie fragt, wer bist du überhaupt? Guck mal, ich sag dir so, bist du, Junge, die haut dich zweimal zusammen, allein, ich kenn ihn, die stabil, Digga. Ich sehe ihn, aber ihn. Ja, ihn ja. Ey, ich verstehe das gerade nicht mehr, ich schwöre, es geht alles gerade an mir vorbei. Nur weil ihr alle Teile von Creed geguckt habt, alle, chillt mal ein bisschen. Du stinkst aus dem Mund wie eine Katze aus dem Arsch. Thunfischdose von deiner Mutter, sorry, die ist nicht hier. Jetzt gehen wir auf Mutter. Vielleicht. Warte mal, gehen wir jetzt auf Mutter? Soll ich jetzt auch auf Mutter gehen? Mach mal. Ja? Wenn du Eier hast. Siehst du das? Ich hab Eier. Du hast keine. Natürlich hab ich Eier. Hast du verloren auf dem Bauernhof von deinem Vater. Ja, dein Vater gibt Kühe melken. Bruder, das sind gerade so eine Billigsprüche, Digga, auf Ernst. Das ist gerade so, ich kann auch vom Ding einfach auf Google unterwegs sein, eingeben, Diss-Sprüche für Viertklässler. Genau das gleiche würde kommen. Kühe melken? Ja. Kann er gerne dich mal melken, wenn du magst. Guck mal, geh mal weiter deine Mutter melken. Bevor du auf mich drauf gehst, weil du hast nichts zu sagen. Du sagst Mutter melken, gell? Guck mal, du bist hier in meiner Stadt, du hast gar nichts zu melden. Ganz einfach. Kennst du dich schon mit Steuern aus und laberst irgendwas von meiner Stadt? Was? Steuern? Was sagt der? Steuern. Okay. Digga, mein Joker ist vorbei. Mein Joker ist vorbei. Dein Joker ist schlecht. Mein Joker ist abgelaufen. Wir haben Mina. Wir haben noch eine Kandidatin. Die krasseste Frau, geh mal zu mir weiter. Okay, komm, wir haben noch eine. Okay. Ich muss einmal kurz ein Update durchführen und danach geht es gleich weiter, Digga. Hello. Hi. Wie geht's, sexy Frau? Na, ganz gut, und dir? Danke, mir geht's auch gut. Weißt du, was deine Aufgabe heute ist? Auf jeden Fall. Den Abcheck. Genau. Von oben bis unten. Let's go. I've been really trying. Okay, hast du dich eigentlich vorgestellt? Also, ich bin Neira, komme aus Darmstadt. Genau. Neira, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Jetzt mal ganz ehrlich auf seinen Style bezogen. Style ganz okay, feier ich. Locken sehen gepflegt aus. Wenn die Locken gepflegt aussehen, muss ja irgendwas, was nicht gepflegt aussehen. Ich weiß, worauf sie hinaus will, auf das Gesicht. Nicht wie bei manchen, aber ich mein ganzer Respekt, nee. Nein? Nein. Was sind deine Typen optisch? Haben wir Pumping hier wieder erwischt? Was sind deine Typen? Hat er hier etwa eine Etage runtergeschaut? Was sind deine Typen? Ja, er hat da reingeguckt. Optisch? Es ist unterschiedlich. So von Nationalitäten bis zum Style her, es ist immer unterschiedlich. Wie muss er aussehen? Es geht mir um Hygiene mehr, also ums Gepflegtsein. Und was Charakter angeht, dass der sich halt verhalten schön kann und dass er zu meinen Eltern, besonders zu meiner Mutter, nett ist. Oh, sehr gute Das ist auch eine süße Einstellung. Okay, wir hören uns mal die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Mein Name ist Yannick, komme aus der Schweiz. Yannick? Ja. Check sie mal ab von oben. Kennst du diese Menschen, die einfach so von Natur aus sehr hektisch sind? Bruder, Yannick, entspann dich mal ein bisschen. Guck mal bitte, wie hektisch er ist. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also hätte ich keine Freundin, würde ich ja sagen, weil sie kommt mir sehr sympathisch vor. Auch von wie sie jetzt angezogen ist, finde ich so korrekt. Sieht hübsch aus, schöne Augen, ja, ich weiß schon. Ich glaube, nach dem Video hat er keine Freundin mehr. Weil ich habe eine Freundin, deswegen leider nein sonst. Okay, du bist sehr ehrlich. Ja. Er hat gesagt, er würde dich daten, hätte er keine Freundin. Ja, gut für ihn. Süß. Was heißt süß? So, mein ganzer Respekt dir gegenüber, aber ich bleibe bei meinem Nein. Okay. Das war heute sehr anstrengend. Oh, für mich auch. Kommst du jeden Samstag hier feiern? Einfach, Pampi hat vergessen, dass er ein Video dreht. Komm bitte, er macht einfach jetzt gerade Flirterei mit ihr. Jetzt, wo ich da bin, ja. Ja, letzte Woche hab ich dich auch hier getroffen. Also, ich würde ja sagen, du kommst jeden Samstag hier. Ja, deswegen sehen wir uns jetzt jeden Samstag. Ja, vielleicht nächstes Mal in Frankfurt. Warte mal, ist letzten Samstag ein Video online gekommen oder ist er da privat hingegangen? Der ist Schlawiner. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein. Auf jeden Fall ein Like, abonniert den Fatih, das Beste, was ihr machen könnt. Auf Instagram folgen. Hast du auf Instagram? Sporten.
Ja, natürlich. Sag mal. Reicht an der Stelle auch mit dem Video. Wir haben uns jetzt genug angeschaut. Ich muss sagen, gegen Ende, Bruder, war echt sehr, sehr träge, Bruder. Sehr, sehr träge. Und als das eine Mädchen mit ihrem Dings, mit ihrem, mit diesem Magnetfeld die ganze Zeit geredet hat, dachte ich mir auch schon so, Bruder, eigentlich Video abbrechen. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir ein bisschen schlauer geworden sind. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Kenny, wir sind einfach dumm geworden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Adios, amigos, und haut rein.